Das ist nicht mehr, wir sind nicht darauf angewiesen, weil wir sonst vor Kälte erfrieren. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Montag, Mittag. Wir haben gerade gefashboard. Ich habe heute Morgen noch mit Walle hier Bretter gemacht. Er hat Rollen hergestellt und ich habe verpackt. 14 Pakete sind heute Morgen wieder von der Post abgeholt worden. Und jetzt bin ich am Drehen bzw. am Bilder machen. Ich baue nochmal so ein Regal, also diese Regale hier, die habe ich ja selber gebaut, die haben auch ganz viele nachgebaut. Und zwar baue ich die einmal für da hinten fürs Office. Und zwar hat mich Unicum gefragt, das ist irgendwie so die größte Uni-Zeitschrift. Und da muss ich nachher auch noch dafür schreiben, da schreibe ich so eine Kolumne über DIY und Möbel und so selber bauen. Und die haben sich gewünscht, ob ich nicht irgendwie einen DIY hätte, was man bildmäßig da abdichten könnte. Und deshalb baue ich nochmal so ein Regal. Ich glaube, das eignet sich nämlich super so in der Zeitschrift. Ja, hier drüber soll nochmal so ein Regalbrett kommen. Ich glaube, das sieht ziemlich cool aus, damit das hier noch ein Stück nach oben geht. Weil hier geht es ja so nach oben und ich finde, das wirkt voll cool und stretcht den Raum nach oben. Und deshalb glaube ich, dass es auch da drüben sehr gut aussehen wird. So langsam ist es aber echt saukalt, also wirklich richtig kalt. Keine Ahnung, 0 Grad oder sowas jetzt gerade. Und wenn du dann so die ganze Zeit draußen bist, ist es schon sehr frisch. Hallo! So, ich baue mir hier gerade meine Kamera auf. Das haben wir extra im Büro. Und eigentlich würde ich auch unten drehen. Aber Alex macht gleichzeitig was im Büro, also in unserem Arbeitszimmer, in unserem richtigen, und muss da auch ein DIY machen und so weiter und läuft außerdem ständig rein und raus, und deswegen habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt einfach hier nach oben und mache das hier, dann hat er seine Ruhe und ich habe meine Ruhe und außerdem sitze ich dann nicht im Durchzug. Ich finde, es ist nämlich unten, wir haben ja da jetzt im letzten Vlog diese, diesen Luftstopper hingemacht an die Haustür. Ich finde, es ist aber trotzdem noch voll kalt, weil diese Tür meistens offen steht. Gerade jetzt, Alex und Walle so viel mit Bretter machen und so, sind die halt immer am Rein- und Rausgehen. Und dann ist irgendwie die ganze Zeit die Tür offen. Und ich weiß auch nicht, ob die Fenster so optimal sind. Ich habe das Gefühl, neben den Fenstern zieht so ein bisschen. Vielleicht müssten wir da die Dichtungsgummis mal austauschen. Ja, deswegen, ich mache mir jetzt hier ein Feuer und drehe hier ein Video. Ich habe hier wieder die Winkel gespritzt und ich kann euch empfehlen, wenn ihr irgendwie einen Karton über habt, dann den einfach auf einer Seite aufschneiden und dann hat man wie so eine Lackierbox und kann halt schön da hingegen auch sprühen und der Nebel geht nicht überall hin. Bin ich aber mal sehr gespannt, wie lange das trocknet bei diesen Temperaturen. Ja, optimal zum Lackieren ist nicht, aber geht. Das hat alles gut geklappt. Ich habe mir jetzt hier ein Feuerchen gemacht. Es ist einfach, also jetzt kann mir keiner mehr erzählen, dass jetzt Herbst ist. Ich finde, jetzt ist Winter. Ich glaube, draußen hat es 0 Grad. Und ich sehe die ersten Schneebilder. Mein Papa war ja gestern da und war hier auf der Schwäbischen Alb wandern oder spazieren, wie auch immer. Und er meinte, da gab es Schnee, da oben. Es war auf 800 Meter Höhe. Das ist natürlich schon nochmal ein Wort. Aber trotzdem. Und deswegen, passend dazu, ich habe ein sehr süßes Foto gemacht. Und wollte heute einen Instagram-Post zu einem wichtigen Thema machen. Das Bild impliziert jetzt gar nicht so ein wichtiges Thema auf den ersten Blick. Ich zeig's euch erstmal. Schaut euch die zwei Plüschis an. He's not happy about it. Und ihm ist so alles egal. Aber er ist so, oh mein Gott, ich bin zu fett. Er ist so schwer. Ich glaube, der wiegt halt 5 Kilo oder mehr als 5 Kilo. Und er ist so leicht gestützt auf meinem Bein, aber dieses Foto gemacht und dann ihn direkt wieder runtergelassen. Und ich muss da jetzt noch ein kleines bisschen zu recherchieren, aber ich möchte gerne einen Post machen, so trage ich Pelz und nicht anders. Das ist was, finde ich, was man alle Jahre wieder wiederholen kann, da immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass Pelz kein Abfallprodukt der Fleischindustrie ist, wie man Pelz erkennen kann, wie man echten Pelz erkennen kann. Emmy hat mir neulich erzählt, dass manche Hersteller
tatsächlich eher Echtpelz nehmen als Kunstpelz, weil das tatsächlich günstiger ist oder sowas. Und wie gesagt, die Tiere werden eben unter schrecklichsten Bedingungen ihres Fells entledigt. Und das darf man nicht unterstützen. Also im Jahr 2019, wir leben nicht mehr in Höhlen, das ist nicht mehr, wir sind nicht darauf angewiesen, weil wir sonst vor Kälte erfrieren. Man braucht keinen echten Pelz. Und dazu möchte ich gerne was schreiben. Genau. Weil sich jetzt vielleicht manche neu ausstatten mit Mützen, mit Fellbommeln, mit Fellkapuzen und so weiter und so fort. Ja. Ich finde das so ein schwieriges Thema. Ich bin, glaube ich, nicht so ganz hart der Auffassung, es sollte auch keinen Kunstpelz geben. Wobei ich auch die Seite verstehen kann. Also, hatte ich diese Diskussion letztes Jahr? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, eine Zuschauerin hat mich gefragt oder gesagt, oder war das eine in der Uni? Völlig egal. Auf jeden Fall, um zum Punkt zu kommen, dass man auch keinen Kunstpelz unterstützen sollte, weil man damit ja wieder die Optik von Pelz sozusagen promotet. Und jemand anders, der dann sich nicht so informiert hat, vielleicht Echtpelz kauft, weil er es nicht besser weiß oder sich keine Gedanken drüber macht oder echten Pelz haben möchte, weil es schön aussieht oder keine Ahnung. Und man deswegen einfach auch gänzlich auf Pelzoptik verzichten sollte, egal jetzt ob Kunst oder nicht Kunst. Soweit möchte ich mich ungern aus dem Fenster lehnen, weil das ist ja, das, ich weiß nicht, who am I to judge? So. Aber Echtpelz ist uncool, weil dafür halt auf jeden Fall ein Tier sterben muss. Ob man jetzt Kunstpelz unbedingt haben möchte oder nicht, sei mal so dahingestellt. Ich glaube, ich habe mittlerweile nichts mehr mit Kunstpelz, oder? Wisst ihr jetzt gerade nicht was? Also ich hatte an meinem Hollistermantel so ein Kapuzendingens dran. Das habe ich aber abgemacht, weil mir das von der Optik nicht so gefallen hat. Und ich glaube, auf der Mütze, die Alex mir gehäkelt hat vor 5 Jahren, als wir zusammengekommen sind zu Weihnachten. Ich glaube, da ist auch so ein Kunstpelz-Bobbel obendrauf. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht. Wie gesagt, eure Meinung, ne? Ihr wisst, dürft ihr immer gerne in die Kommentare schreiben. Einen Artikel habe ich jetzt geschrieben, auch die Anleitung dazu geschrieben und sowas. Ich glaube, 7000 Zeichen, also so 1,5 Seiten, 2 Seiten, das ging eigentlich ziemlich zügig. Und jetzt hänge ich das Regal hier hinten noch auf, das filme ich auch für mein DIY hier auch noch. Also für das Makeover von dem Büro. Und was wollte ich eigentlich sagen? Ja, jetzt muss ich den dübeln, schrauben, bohren und dann dübeln und dann reinschrauben. Ich finde, das sieht doch mittlerweile ziemlich geil aus. Hier unten darf man jetzt noch nicht hinschauen, da muss natürlich noch weiter aufgeräumt werden. Aber ich mag das, dass es jetzt hier weiter hoch geht. Sieht cool aus. Und hier mit den Objektiven und die alte Kamera und vor allem das weiße Holz. Oh, sehr, sehr geil. Und dann mit da drüben. Nice! Und es ist gut, dass ich jetzt fertig bin, denn ich werde heute mal wieder schwimmen gehen. Ich war jetzt 2 Wochen nicht mehr. Ja. Und am Wochenende war mein ehemaliger Trainer da mit seinem Sohn, mit seinem Kleinen. Und jetzt gehe ich heute nochmal ins Training. Ich habe Lust, vor allem, ich glaube, das tut meinem Rücken gut. Schwimmen ist immer gut für den Rücken, wenn man halt so Ganzkörpertraining macht und man ist im Wasser. Sehr gut. Und ich habe jetzt gerade mal angefangen, was zu essen zu machen, beziehungsweise eigentlich ist es auch gleich schon fertig. Ich hatte so die Wahl, mache ich auch ein bisschen Sport oder fange ich an zu kochen und schaue dabei YouTube-Videos. Habe mich für Letzteres entschieden. Ja, ich habe zum Beispiel den Geburtsbericht von Kisu geschaut. Ich liebe es, Geburtsberichte zu gucken. Das ist vielleicht so mit mein liebstes Format auf YouTube. Finde ich immer äußerst interessant. Genau. So. Und jetzt eigentlich alles fertig. Ich kann euch mal zeigen, was ich gemacht habe. Ich habe hier ein bisschen Blattspinat einfach nur mit heißem Wasser übergossen. Da ist schon eine Soße fertig. Dann, was haben wir hier noch? Ich habe Frühlingszwiebeln klein geschnitten.
In der Pfanne brät Rosenkohl. Den habe ich mit Sojasauce und Ahornsirup angebraten. Einfach so halbiert. Ich finde, dann wird der irgendwie leckerer. Also ich mag den so lieber als gekocht. Wobei ich allgemein Rosenkohl mag. Also es gibt Menschen, meine Schwester zum Beispiel, die mag Rosenkohl nämlich eigentlich nicht so. Also wenn er gekocht ist, und das ist ja immer eigentlich Teil vom traditionell englischen Weihnachtsessen. Und jetzt hat sie den letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal angebraten gemacht. Und dann hat er ihr auch richtig gut geschmeckt. Und dann ist hier auch noch was im Ofen drin. Da kommt mir jetzt wahrscheinlich gleich der ganze Dampf entgegen. Naja, okay. Das war klar. Und zwar habe ich da Kartoffeln gemacht und Brokkoli und Fenchel. Und das kommt jetzt einfach gleich alles in eine Bowl rein. In diese hier, wo ist denn die zweite? Oh, die muss ich, glaube ich, noch spülen. Genau, und dann schichten wir da alles rein, kommt die Soße drüber. Fertig. Oh, wow, sieht das fantastisch aus. Soll ich es auf die Couch stellen? Ja. Ich bin auch wieder vom Schwimmen zurück. Es war sehr schön. Es hat echt richtig gut getan. Und so langsam komme ich wieder in Form, kann man nicht nennen. Also in Form bin ich noch lange nicht. Ich sehe immer noch aus wie so ein Lappen, der im Wasser rumtreibt. Was? Ja, genau. Soll ich mal mitkommen, damit du dich besser fühlst? Nee, aber auf jeden Fall tut es richtig gut. Und es war richtig cool. Heute waren nämlich auch zwei von früher da, mit denen ich früher schon trainiert habe und so. Das ist immer sehr lustig und sehr cool, wenn man sich dann so austauschen kann. Und die tapern gerade, es nennt sich tapern, wenn man irgendwie den Umfang runternimmt und mehr Sprints macht, weil am Wochenende sind deutsche Kurzbahnmeisterschaften, habe ich gehört, in Berlin. Ah. Könnten wir vorbeigucken. Ach, weil wir in Berlin sind. Wenn wir in Berlin sind. Nee, machen wir nicht. Ich war schon genug in meinem Leben in Hallenbädern. Aber auf jeden Fall fand ich es krass. Und die hatten dann heute ein anderes Trainingsprogramm. Also ist es meistens, wenn man dann einen wichtigen Wettkampf hat, dann hat man ein anderes Trainingsprogramm als sonst. Hallo, guten Morgen. Wir sind im Büro zugange und zwar geht's weiter mit dem Makeover hier. Ich war vorhin ein bisschen noch bei Walle. Walle ist nämlich gerade hier in unserer Werkstatt und macht Boards. Es ist arschkalt draußen, also es tut mir auch ein bisschen leid. Aber bald, wir haben vorhin die Nachricht bekommen von der Gewerbeimmobilie, dass wir sie sehr gerne anschauen dürfen nochmal und vor allem auch den Preis. Ich glaube, es sind 5 Euro pro Quadratmeter oder so, was ziemlich okay ist. Aber es sind halt trotzdem 165 Quadratmeter, also sind es irgendwie 850 sowas, 1025 warm, zuzüglich Strom natürlich. Also doch dann einiges. Aber ja, ich glaube, das ist der richtige Schritt. Wenn wir es jetzt nicht tun, dann brauchen wir es auch gar nicht mehr tun. Also man muss einfach irgendwann mal so ein bisschen riskieren. Ja, so sehe ich das jetzt einfach. Schächte das halt. Was meinen Sie, brauchen wir? Oder kommt die Schachtel in den Müll, wenn es nicht deine ist? Oh, du Assi! Was? Du kannst ja auch drüben auf die Schränke legen. Die mache ich dann irgendwann, sortiere ich die unten da mal alle rein und mir den Griff bereit hat. Hier? Ja. Was da nicht reinpasst, in ein so ein Fach, kommt weg. Ja, also du entscheidest, ich brauch's nicht, ich würde es wegschmeißen. Sonst willst du noch mehr Schachteln haben oder nicht? Ja. Ja? Es ist gut, weil die ist schön flach und da könnte ich zum Beispiel auch alle Stifte reinlegen. Ich tue es mal hier irgendwo hin, okay? Aha. Und gibt es jetzt Futter. Und zwar Pesto. Ein spezielles Pesto wieder. Mit diesem krassen Busch hier. Geil. Das reicht schon, oder? Ja, ja. Das reicht, mein Schatz. Gut. Letztes Mal war das ein ganzes Glas, was ich gemacht habe. Geil. Aber diesmal möchte ich auch noch hier ein bisschen Spinat dazu machen. Und wir haben das leckere Olivenöl, das könnten wir eigentlich nehmen, oder? Oh ja, von Nico bekommen. Guck mal, wie dunkel es ist. So geil, richtig kalt gepresstes Olivenöl. Superschön. Was kann ich tun? Wasser aufsetzen. Sehr gut. So sieht das Ganze jetzt aus. Das ist eine Variety of Gewürzen. Ich kann euch nicht mal sagen, in welchem Mengenverhältnis. Das ist bei uns immer Try and Error, also einiges an Olivenöl, wie ihr sehen könnt. Dann der ganze Bund von den Karotten. 2 Hände voll Spinat ungefähr. Einiges an Hefeflocken. Ich habe jetzt mal so Knoblauchpulver rein. Ich glaube, cooler wäre echter Knoblauch gewesen. Ein Schuss Apfelessig ist auch mit drin. Jede Menge Salz.
bisschen Pfeffer. Ich glaube, das war's. Ja, und dann einfach gemixt. Das ist jetzt auch nicht so super fein. Allerdings ist es super fest. Oh, das wäre es mir entgegengekommen. Jetzt ist die nächste Challenge, das da rauszukriegen und den Gläser zu füllen. Tada! Fertig, den Rest habe ich hier reingefüllt. Das können wir jetzt einfach direkt auch noch mitverwenden. Und den Rest dann aus dem Glas. So, und jetzt kommt Trick 17. Zum Mixer putzen. Bisschen warmes Wasser da reinfüllen. Nicht zu viel, damit es nicht rausspritzt. Dann ein bisschen Spüli. Und dann wird der angemacht. Und zwar ganz vorsichtig. Und dann drehe ich das einfach so ein bisschen hoch. So, und den oberen Rest, da kommt man ja gut dran. Ich traue mich immer nicht, das voller zu machen, weil ich dann Angst habe, dass es beim Anmachen so hochgeht. Hallo? Hallo? Was? Was? Was machst du so? Lecker war's. Kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Gerade wenn ihr die Karotten kauft, die noch das Karottengrün dran haben, anstatt das wegzuwerfen. So, Teil der Tradition ist immer auch ein Tee. Ein englischer Tee mit Milch, den ich mir danach immer mache. Nach dem Essen. Jeden Mittag nach dem Mittagessen gibt es für mich einen Schwarztee. Ich liebe solche Rituale, habe ich festgestellt. Also gleichzeitig fühle ich mich dann immer auch wie eine spießige alte Frau. Aber so Routinen und Rituale und solche Geschichten, ich weiß nicht, da habe ich sehr, sehr viel Freude dran, muss ich sagen. Genau, mein Tee und ich, wir verschwinden jetzt wieder nach unten. Ich muss jetzt noch ein Telefonat führen und dann mein Thumbnail für mein Video heute machen, das hochladen. Und dann muss ich ein bisschen Recherche betreiben, denn Jojo hat am Freitag Geburtstag und ich bin noch auf der Suche nach einem Geschenk. Ich habe aber eine Idee, aber ich muss mal gucken, wie ich das am klügsten mache. Ich war gerade unterwegs und zwar habe ich mit Walle nochmal eine Gewerbeimmobilie angeschaut und die ist ziemlich gut. Die war mal eine Tierarztpraxis, wir haben die schon mal angeguckt. Aber da war der Vermieter noch völlig unvorbereitet, weil wir einfach rumgelaufen sind und geguckt haben und gefragt haben, ob es irgendwo was gibt. Und jetzt haben wir halt offizielles Interesse bekundet und es war sehr gut. Jetzt warten wir nochmal auf das zweite Angebot. Das erste Angebot hatten wir schon und es waren tatsächlich echt nur 5 Euro auf den Quadratmeter. Also es war ziemlich günstig für eine Gewerbeimmobilie hier in der Gegend. Ja, jetzt mal schauen. Aber ich zeige euch einfach mal kurz ein paar Bilder. Früher war es eine Tierarztpraxis, was ein bisschen unpraktisch ist, weil halt super viele Wände drin sind, weil es ganz viele Behandlungszimmer gab. Aber wir haben uns jetzt so drauf geeinigt, dass wir gesagt haben, wir reißen erstmal nicht alles raus, weil das wären natürlich auch mehr Kosten für den Vermieter. Und wenn er eh nicht weiß, wie lange wir drin sind, dann ist es natürlich immer ein Risiko. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen halt gucken, dass die Kosten am Anfang natürlich so gering wie möglich sind und dass er nicht sagt, okay, die Renovierung von 5.000 Euro oder was weiß ich, was er da reinstecken muss, legt er jetzt um auf die ersten 2 Jahre, die wir da drin sind. Deshalb haben wir ihm gesagt, wir würden das genauso nehmen und gestalten es dann halt noch so ein bisschen nach unseren Wünschen. Ja, deshalb bin ich gespannt. Ich hoffe, das klappt jetzt und dann haben wir bald eine Location, wo wir dann auch produzieren lassen können. Und heute kam schon die erste Bewerbung von einem Geflüchteten, richtig. Richtig cool, ich bin gespannt, wann. Wir brauchen halt diese Immobilie, bevor wir irgendjemanden da einstellen können. Deshalb. Ja, ich freue mich, das ist auch irgendwie aufregend. Ich fühle mich manchmal so. Bist du bereit, ein Arbeitgeber zu sein? Nee, ich bin nicht bereit, ein Arbeitgeber zu sein, eigentlich. Vor allem ist es halt so crazy. Ich weiß nicht, wenn man irgendwo angestellt ist und man hat Personalverantwortung, das kommt ja dann irgendwie so mit der Zeit. Und vor allem ist es halt was anderes, weil man hat das ja nicht so hochgezogen und so mit Bretter war das halt jetzt so, es ist halt immer größer geworden und jetzt ist halt so der Schritt, jetzt müssen wir es eigentlich wagen oder wir wagen es halt nicht und deshalb ist es irgendwie so aufregend, weil das halt so von null hochgezogen wurde.
Wir haben gerade noch zusammen ein Bild gemacht und die Aussicht aus diesem Fenster ist einfach nicht so hübsch, weil da ja das leerstehende Haus ist. Aber wir haben in diese Richtung fotografiert, weil da die schöne Sitzbank ist und ich halt ein Bild damit machen wollte, weil das Video auch bald dazu online kommt. Deshalb habe ich hier gerade das Fenster ausgeschnitten und jetzt suche ich mal auf Unsplash nach irgendeinem Foto, was ich da hinten reinsetzen kann. Und guck, dass wir irgendwie, weiß nicht, vielleicht ist es ein Haus am Meer oder vielleicht eher in den Bergen. Wo willst du hinziehen? Meer, Berge, See? See wäre schön. Berge, See oder nur Berge? Ich glaube, Meer ist super unrealistisch. Ja, vor allem, weil wir auch warm eingepackt sind. Machst du es so richtig schlecht rein oder Mal schauen. könntest du auch so Galaxy machen? Nee, das gefällt mir Unser Haus im nicht. All? Nein. Oh, vielleicht. Also, was meint ihr, sollen wir lieber an diesen See ziehen? Oder doch lieber an den hier? Oder doch einfach mitten in die Berge? Oder in das krasse Gebirge? Geilen Style, oder? Ich bin gerade bei der Bundesagentur für Arbeit, weil ich habe mich mal so ein bisschen eingelesen, was man alles machen muss, wenn man jemanden einstellen möchte. Und man braucht so eine Betriebsnummer. Und die bekommt man bei der Bundesagentur für Arbeit und die kann man da beantragen. Jetzt gucke ich gerade mal. Steuerunternehmen. Ja, Unternehmen passt, glaube ich. Also so sieht das jetzt hier aus und ich muss hier irgendwas anklicken und ich weiß nicht so genau was. Ob das jetzt hier für einen Beschäftigungsbetrieb, in dem ausschließlich Arbeitnehmer und Nehmerinnen mit einer Entsendebescheinigung A1 ehemals E101 beschäftigt sind. Ist es das? Weil alles andere macht irgendwie noch weniger Sinn. Oh, ich hasse es. Ich hasse mich, es mich nicht auszukennen. Ja, jetzt google ich mal, was E101 ist. Also dieses A1, früher E101, bedeutet einfach, dass man dem Sozialversicherungssystem unterliegt in Deutschland quasi. Ja, okay. So ist es einfach. Ich komm, ich klicke das jetzt einfach mal. Was ist eine Entsendebescheinigung? Für einen Beschäftigungsbetrieb, in dem ausschließlich Arbeitnehmerinnen mit einer Entsendebescheinigung A1 ehemals E101 beschäftigt sind. You know what I mean? Mutso. Mutso, was ist eine Entsendebescheinigung in dem Zusammenhang? Ist übrigens auch ganz interessant, es gibt so Lohnrechner, beziehungsweise was halt nachher dem Arbeitgeber kostet. Und dann sieht man, wenn der Arbeitnehmer 36.000 Euro brutto verdient, dann muss man als Arbeitgeber 43.137 zahlen, weil halt diese ganzen Versicherungen, Rentenversicherungen, Sozialabgaben dazukommen. Wir werden jetzt was zu essen machen, und zwar Blätterteig, den habe ich schon verkackt. Ja, anscheinend darf man den nicht gleich ausrollen, hat Marie gemeint. Ja, dann wird er so brüchig. Und wenn man den noch kurz liegen lässt, dann wird er nicht brüchig. Naja, wusste ich nicht. Auf jeden Fall gibt es das jetzt mit Hack und was noch rein, vielleicht Tomatensoße mal. Wir haben hier noch sowas. Das wäre ein bisschen viel, gell, so eine ganze Dose. Ja, gut, kann man ja auch einfach so wieder zumachen, oder? Also nicht benutzen dafür. Hier könnt ihr die Seltenheit einer Krankheit sehen. Scheiße, was passiert? Ja, es funktioniert irgendwie nicht mit Schneiden. Das liegt jetzt Egal. nicht an mir. Nein, nein, Das Ding nein. ist einfach blöd. Ich nenne es mal so. Wisst ihr, was ich gerade zu Alex gesagt habe? Irgendwie ist der Teller im Vergleich zu sonst ganz schön leer. Ja, wir haben jetzt jeder so ein halbes Blätterteig-Ding und ich habe uns noch den Spinat gemacht, den wir noch da hatten. Und Alex kriegt hier noch so ein kleines bisschen mehr als ich. Jetzt haben wir schon gesagt, wir müssen sehr langsam essen. Weil es wahrscheinlich eigentlich gar nicht so schlecht ist für uns. Dann überfressen wir uns nicht immer so und fallen in so eine Art Food-Koma auf der Couch. Ich bin nämlich jetzt schon fast am Einschlafen. Aber wir schauen jetzt noch The King fertig. Die Serie, nicht Serie, den Film, den wir gestern angefangen haben. Und der geht aber 2,5 Stunden oder sowas. Und so nach 1,5 Stunden war ich immer wieder so: Schatz, wir müssen jetzt ausmachen. Ich halte es nicht mehr durch. Ja, deswegen erwartet uns jetzt die restliche Stunde. Und damit sind wir am Ende des Vlogs angekommen. Seit langem haben wir mal wieder vergessen, gestern das Ende zu filmen. Deswegen jetzt hier von mir Tschüss. Alex ist nicht da. Der ist schon wieder fleißig unterwegs. Sonst hätten wir das jetzt auch zusammen machen können. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und wünsche euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht.
und bis zum nächsten Mal. Tschüss.